Lange, lange ist es her, dass ich zuletzt Hearthstone 4 Millennium Dawn vorgestellt und gespielt habe, zumindest hier auf YouTube. Doch die Rufe in den letzten Wochen und Monaten wurden immer lauter, deswegen habe ich klein beigegeben. Und zumindest auf Twitch werdet ihr aktuell fündig. Das für mich seit einer Weile und wahrscheinlich auch noch ein paar Mal in der Zukunft Hearthstone 4 Millennium Dawn und habe jetzt knapp 12 Stunden Spielzeit gesammelt und kann euch jetzt eine relativ gute Übersicht über die Millennium Dawn Mod geben. Mein persönliches Fazit, trotz allem, ich bin immer noch kein Fan der Mod, aber das müsst ihr euch dann am Ende selber zusammenreimen, ob euch das Ganze gefällt oder nicht. Wie immer, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, dürft ihr gerne bewerten, abonnieren, subtrahieren, dividieren und natürlich auch gerne meinen Twitch-Kanal abchecken, der ist in der Videobeschreibung. Oder ihr sucht einfach The Real Gaming Couple auf Twitch. Da wird jetzt genug gelabert, viel Spaß mit dem Video. Wenn wir das Spiel starten, haben wir zwei Startoptionen. 2000, 2017. Grundsätzlich immer zu empfehlen 2000. Warum? Weil ihr einfach deutlich mehr Möglichkeiten habt, wie sich das Spiel entwickelt. Dabei kann ich schon mal sagen, das Spiel entwickelt sich relativ träge. Es passiert nicht wirklich viel. Es ist alles spielerabhängig, größtenteils. Es gibt zwar immer wieder Kriege, aber es ist jetzt nicht so, dass die Welt in Kriegen und Chaos versinkt. Wenn ihr übrigens möglichst viel Abwechslung und Spielspaß haben wollt, empfehle ich euch auch die NATO zu dieselben. Damit könnt ihr euch zum Beispiel als Deutschland auch in Europa ein bisschen ausbreiten. Wenn ihr außerdem auch das nervige EU-System nicht haben wollt, könnt ihr auch noch die EU deaktivieren. Und sonst habt ihr noch ein paar interessante Punkte. Zum Beispiel könnt ihr dafür sorgen, dass die gesamte Welt salafistisch wird. Oder ihr könnt auch Kriegsmüdigkeit aktivieren bzw. deaktivieren. Jetzt im Menü fallen uns sofort ein paar Dinge auf. Als erstes hier oben, genau, wir sehen hier Geld. Das Rote sind unsere Schulden. Da haben wir zum Beispiel auch Zinsen drauf. Dann haben wir in der Mitte unseren aktuellen Kontostand. Da sehen wir auch unsere Weekly Balance, quasi unsere wöchentlichen Einnahmen, 5,6 Milliarden. Billion übersetzt ist Milliarden. Und dann haben wir hier quasi unsere internationalen Investments, was wir quasi irgendwo anders hin investiert haben. Für jedes Investment bekommen wir quasi auch Geld wieder zurück in Form von Zinsen. Investieren ist relativ simpel. Investieren kann man, indem man irgendein anderes Land anklickt, quasi eine Provinz, wo ihr bauen wollt. Dann könnt ihr verschiedene Sachen auswählen, wie zum Beispiel Zivilindustrie, Straßen. Ihr könnt aber auch andere Sachen bauen, wie zum Beispiel Militärkomplexe. Dafür müsst ihr allerdings ein bestimmtes Gesetz aktiviert haben. Und das macht ihr nämlich in der Politikübersicht bei dieser Industrie, Internal Factions. Da könnt ihr auf Military Industrial Complex switchen für 1950 politische Power und dann könntet ihr auch zum Beispiel militärische Sachen bauen und so weiter. Na, wählt ihr zum Beispiel Zivilindustrie aus, seht ihr die Kosten und dann könnt ihr auch auswählen, wie viel ihr davon bauen wollt, wie lange es dauert, was es euch kostet und könnt dann quasi investieren. Könnt maximal zeitgleich 15 Investitionen laufen lassen. Und ja, ihr seht auch schon, wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, wenn wir das so mal so anklicken hier, sehen wir auch sofort, wir haben jetzt zum Beispiel deutlich mehr Slots zum Bauen. Wir haben 56, wir haben deutlich mehr neue Gebäude, die wir bauen können. Zum Beispiel Netzwerkinfrastruktur, wir haben ABM-Bases, Raketenstationen, Anti-Air und solche Geschichten, die wir bauen können. Wir schauen uns dann nachher auch nochmal ganz kurz an. Genau, da können wir natürlich investieren. Sehen wir quasi auch, was wir investieren können. 128 Milliarden haben wir und wie viel wir bis jetzt investiert haben. Wobei natürlich auch immer sagen muss, wenn man investiert, stärkt man andere Länder. Ne? Muss man auch mit betrachten, aber ihr bekommt zum Beispiel auch Einfluss. Was ist Einfluss? Einfluss ist eine Sache, die ihr sammeln könnt, wenn man nicht zum Beispiel mal irgendein beliebiges Land anklicken, zum Beispiel jetzt hier die Tschechische Republik, dann sehen wir zum Beispiel bei Einfluss, wir sind hier auf Platz 1 mit 23%. Einfluss ist ein relativ wichtiger Wert, den können wir durch ein paar Aktionen erhöhen. Entweder wir geben 100 politische Macht aus, dann können wir zum Beispiel hier Spread Influence machen für 100 politische Macht. Zum Beispiel mal sagen, okay, haben wir jetzt hier 2000 politische Macht. Können wir hier zum Beispiel schön rein spammen. Sind wir bei 53%. Ab 80% kann man die zum Puppet machen. Das ist natürlich relativ cool, wenn man sich da einfach mal ein Puppet holen kann. Gibt aber auch Möglichkeiten, natürlich den Einfluss weiter zu erhöhen, außer politischer Macht. Zum Beispiel durch militärische Unterstützung. Man kann auch die Schulden des Landes übernehmen. Das ist ein Event. Man ploppt einfach auf und da heißt dann, übernehmt ihr uns die Schulden. Das ist zufällig, das kann jederzeit passieren. Das können alle Länder auf der Welt sein. Kann auch sein, dass niemals die Tschechische Republik ist. Kann auch sein, dass es dreimal die Tschechische Republik ist. Das ist immer ein bisschen zufallsbasiert. Es gibt auch die Möglichkeit, wirtschaftliche Unterstützung zu leisten. Und ja,
kann auch Politik manipulieren, wenn man genug Einfluss hat, dass man halt quasi sagt, okay, wir möchten hier unsere eigene Partei einsetzen. Das sind alles Möglichkeiten, die man da diplomatisch machen kann. Ansonsten gibt es noch Handelsabkommen, die man schließen kann. Military Bases ist hier quasi Militärzugang. Was quasi Militärzugang heißt jetzt hier Military Bases, wurde quasi ein bisschen umgeändert. Und es ist hier auch sehr viel in der Mod mit Raketen und Satelliten. Und das Kampfsystem funktioniert auch eigentlich komplett anders. Was auch jederzeit sofort auffallen dürfte, dass es so ist, dass es relativ wenig Truppen gibt in dem Spiel. Das hat einfach den Grund, weil man quasi die Performance ein bisschen verbessern möchte. Trotz allem muss ich persönlich sagen, das Spiel ist jetzt in den 10, 15 Stunden Livestreams 6-mal abgestürzt nach meiner Rechnung. Quasi 6 Crashes, aber es waren niemals Hard Crashes. Also das Spiel ist jedes Mal danach trotzdem wieder weitergegangen, hat weiterhin funktioniert. Was schon mal positiv ist, aber es gab einige Crashes. Das Spiel läuft relativ langsam und mir fehlt halt auch ein bisschen die Abwechslung. Wenn man als Spieler nichts macht, dann passiert relativ wenig. Ja, das muss man einfach sagen. So, was haben wir auf alle Fälle jetzt hier so alles für Buttons und Icons? Ich habe ja schon ein paar Sachen angezeigt, eben hier das mit dem Geld. Da können wir hier einen Linksklick drauf machen. Haben wir unsere ökonomische Übersicht. Da können wir zum Beispiel die Steuern erhöhen für 50 politische Macht oder die Besteuerung für die hier Unternehmen. Auch für 50 politische Macht. Wichtig ist bei den Bevölkerungsbesteuerung, wenn ihr das erhöht, verliert ihr Stabilität. Ne? Seht ihr ja, 44% Stabilitätsverlust wegen 44% Besteuerung. Bei den Corporate Taxes muss mir einer erklären, habe ich keine Ahnung, was da die Nachteile sein sollen. Ich habe nichts gesehen. Die habe ich einfach random erhöht, wie ich Bock hatte. Erhöht ihr quasi das Einkommen auch wieder. Dabei auch wichtig, natürlich, sowas wie Office-Sektors erhöhen eure Einnahmen deutlich. Dann haben wir natürlich noch Zivilfabriken, die auch das Einkommen erhöhen, aber nicht so deutlich. Und Militärfabriken. Also rein theoretisch, alles bringt auch ein bisschen was für die Wirtschaft. Aber zum Beispiel diese Office-Sektor sind das Krasseste, was die Einnahmen angeht. Gefolgt den Zivilfabriken und Nuklearreaktoren sind übrigens auch sehr, sehr praktisch für Treibstoffproduktion und die Produktion von Atomwaffen. Nur, dass Atomwaffen komplett nutzlos sind in der Mod, aber naja, das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Denn die Atomwaffen zerstören zwar Infrastruktur, aber machen leider keinen Schaden direkt an Einheiten. Die sorgen zwar dafür, dass der Verschleiß erhöht wird langfristig und quasi Nahrungsverbrauch erhöht wird, aber es ist jetzt nicht so, dass sie eine Atomwaffe droppt wie in HOI 4 und dann die Einheiten Schaden erleiden. Das passiert leider nicht. Kleiner negativer Punkt von mir. Wenn wir jetzt hier auf unser wunderschönes Land klicken, sehen wir ein paar schöne Sachen. Wir können hier auch nochmal den ökonomischen Screen öffnen. Übrigens mit Linksklick können wir hier Schulden aufnehmen. Mit Rechtsklick können wir sie abzahlen. Mit Shift-Rechtsklick können wir sogar mehr abzahlen. Mit Shift-Linksklick können wir mehr aufnehmen. Mit Steuerung in 10er Schritten, Shift in 100er Schritten und links und rechts Mausklick in 1er Schritten. Das ist natürlich nicht uninteressant. Dann haben wir natürlich unsere Religion, die können wir nicht ändern. Wir haben unsere ökonomische Wirtschaft. Korruption kann man alles festlegen. Eben auch, wie das mit Wirtschaft ausschauen soll. Das ist alles relativ teuer zu switchen. Hat aber auch alles relativ gut erklärt, hier, was es bringt und was es macht. Das Interessante fängt eher hier unten an mit Government Expenditures. Also wir haben hier quasi die Ausgaben. Und da können wir quasi festlegen, was wir wie viel investieren. Zum Beispiel Militär investieren wir aktuell gar nichts. Da zahlen wir auch nichts, nur 2 Milliarden. Da könnte man natürlich deutlich hochgehen, zum Beispiel auf 7 Milliarden. Haben wir natürlich brutale Vorteile, zum Beispiel deutlich mehr Produktion, deutlich schnellere Construction Speed und wir können deutlich mehr Bevölkerung rekrutieren. Ihr seht hier nicht zum Beispiel minus 95% rekrutierbare Bevölkerungsfaktor. Und hier haben wir nur noch minus 50%. Das heißt, wir haben fast doppelt so viele Soldaten, die wir rein theoretisch rekrutieren könnten. Dann Polizei, ich glaube, das Beispiel hier zum Polizeistaat gehen, was natürlich auch wieder die Ausgaben deutlich erhöht, aber auch die Vorteile natürlich weiter. Wobei es auch immer Nachteile hat. Also umso höher man geht, natürlich Ausgaben sind höher und häufig gibt es dann auch andere Nachteile. Beispiel hier, also generell hat es meistens eigentlich nur Vorteile, es ist halt sehr teuer. Ne? Und Geld braucht man eigentlich immer für irgendwelche Sachen, eben für Investitionen, um andere Länder zu beeinflussen. Oder auch um Sachen zu kaufen. Da gibt es auch relativ coole Möglichkeiten. Weil wir sehen zum Beispiel, wir haben jetzt Basic Universal Healthcare. Wenn wir jetzt nochmal eine Stufe höher gehen würden, hätten wir deutlich mehr monatliche Bevölkerung. Hätten mehr Machtzuwachs. Hätten höhere Stabilität. Und weniger Penalties, wenn wir in Kriegen sind. Also an sich schon cool, aber die Kosten sind halt deutlich höher.
Welfare haben wir eh schon das Maximum, da könnte man nur noch verringern, hätte dann natürlich nicht mehr ganz so hohe Vorteile. Die Policies haben wir noch, da kann man zum Beispiel auch einstellen, wie viel Import-Export wir haben wollen. Dann auch wieder, also, so, hier soll man, dann auch wie das mit der Armee sein soll, ob wir hier Volunteer-Service haben oder ob wir quasi sagen, alle müssen dienen. Da sind aber die Mali echt enorm hoch, was Attack und Defense angeht, zum Beispiel Division E-Tech, Division Defense 20%, das ist schon krass, also... Da habe ich tatsächlich für mich immer Volunteer-Service gelassen. Partial Draft wäre sicherlich noch etwas, was ich mal machen könnte, was ich mir vorstellen könnte. Aber da müsst ihr auch wieder aufpassen, was hier mit zum Beispiel rekrutierbare Bevölkerung mit 0,7% erhöht. Hat aber auch wieder den Nachteil, dass man wenig Erfahrung bekommt und halt auch wieder ein paar Mali schon drin hat. Dann, wie ihr eingreifen wollt in der Weltgeschichte und wie das hier mit den Officers ausschaut. Und dann kannst du auch sagen... Die müssen super ausgebildet sein oder jeder Idiot darf quasi Offizier sein. Dann haben wir natürlich noch die Companies drin. Da ist nichts Besonderes dabei. Das kennen wir ja alle schon aus Vanilla Hearts of Iron 4. Und da können wir auch Companies, also Firmen zuweisen, die sich um bestimmte Punkte kümmern oder da bestimmte Boni bieten. Apropos bestimmte Boni. Ich schneide das jetzt hier nur kurz an oder ich lade mal kurz mein Save. Und zwar ist es so, dass in dieser Mod Schiffe brutal overpowered sind. Absichtlich. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir simulieren jetzt nochmal einen Angriff hier auf dieses nervige Bündnis. Und wir sehen hier, dass Shore Bombardment, also Küstenbombardierung, 77% der Verteidigung verringert und 77% der Offensive verringert. Und das ist enorm stark. Also Schiffe sind brutal gebufft worden in der Mod. Also wenn ihr hier Millennium Dawn spielt, kann ich euch nur ans Herz legen, nutzt Schiffe, solange die so overpowered sind. Multiplayer, Singleplayer, whatever. Komplett weltfremd, wie stark die Dinger sind. Also, dass man hier sagt, wirklich, man hat 80% stärkere bzw. schwächere Einheiten, das ist schon, das ist eine Ausnummer, ey, ohne Witz. Da meinen tiefsten Respekt. So, ihr seht übrigens, man kann hier locker schuldenfrei werden. Wir haben hier 4 Billionen sind das. Wir haben wöchentliche Balance von 6 Milliarden, obwohl wir relativ große Gebiete haben, relativ teuer auch zum Unterhalten sind. Was auch neu ist, Feldmarschälle können Standard nur 4 Armeen kommandieren. Die Armeen können jeweils nur 18 Divisionen haben. Das sind auch so ein paar Änderungen, die mit reingerutscht sind. Und dann haben wir Decisions. Ja, Decisions ist eine relativ fette Sache. Da gibt es echt enorm viele Möglichkeiten. Eben diese allein schon Kampagnen, nationalistisch und so. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Die Diplomatie. Die könnt ihr in eurem Land anklicken. Wenn ihr auf die Flagge klickt, könnt ihr dann rechts auf Expand Party View gehen. Dann sehen wir zum Beispiel, das sind die sozialdemokratischen Sachen, dann haben wir hier so linke, reaktionäre Autokraten, dann haben wir hier so, die, naja, salafistisch, religiös angehauchten, dann haben wir hier sowas wie die Grünen, freie Wähler und dann ganz unten nationalistische Parteien. Wichtig dabei ist, dass ihr die Stats einzelner Parteien ändern könnt, indem ihr hergeht und boostet, aber ihr könnt niemals eine Partei über dem Gesamtwert boosten. Das heißt, wenn wir jetzt hier 30% haben, können wir nicht hergehen und jetzt die Bundeswehr weiter boosten, weil es gibt keine Parteien, die mehr Stimmen haben, die wir klauen könnten für die Bundeswehr. Das geht nicht. Da ist quasi dieser Wert hier relevant. Wir sehen hier quasi der Country Outlook, wie es heißt, ein Nationalist. So die Grundlage, wie ich immer sozusagen, das ist westlich. Das ist Emerging. Und dann haben wir noch Non-Aligned, ne? Und das ist hier quasi westlich, das ist nationalistisch. Die haben hier quasi ihre Maximalwerte, 30%. Das heißt, wir können hier niemals über die 30% gehen. Einzige, was wir machen könnten, wir könnten quasi für die SPD jetzt hier draufklicken. Nee, können wir gar nicht tatsächlich aktuell, weil die aktuell alle gebannt sind, sorry. Ich hab die gebannt, ja. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel für die Linke Stimmen sammeln, aber auch nur maximal bis halt 17,4%. Mehr geht nicht. Dann hat hier die Emerging Outlooks nicht mehr verfügbar. Also wir können nicht über die 17,4% gehen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir möchten nationalistisch werden, müsstet ihr quasi erstmal über die Decisions hergehen, müsstet ihr hier nationalistische Propagandakampagne machen und dann einen Bürgerkrieg auslösen. Bürgerkrieg ist relativ unterhaltsam, so viel kann ich euch sagen. Dann gibt es auch sehr, sehr viele Entscheidungen, was ausländische Sachen angeht. Man kann später Asteroiden farmen, Europäische Union, falls ihr es aktiviert habt. Da gibt es auch enorm viele Möglichkeiten, Übersichten, Bevölkerung, Einnahmen, Ausgaben, Schulden. Was auch cool ist, wenn man ein Land fast vollständig besiegt hat, kann man denen auch Friedensverträge anbieten. Dann behält man die Gebiete, die man besetzt hat.
und schließt dann Frieden mit dem jeweiligen Land. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich führe Krieg gegen Polen und Polen hat ein riesen Bündnis hinter sich. Ich besetze Polen komplett, Polen surrendert. Dann kann ich Polen ein White Peace anbieten oder ein Ceasefire. Da bekomme ich alle Gebiete, die ich halte und Polen ist aus dem Krieg raus. Also kann auch nicht mit Truppen oder Schiffen mich attackieren. Ist echt cool. Dann haben wir die Möglichkeit, Foreign Infantry Equipment und Foreign Vehicles zu kaufen. Das sind quasi Fahrzeuge und Waffen aus anderen Ländern. Die kaufe ich, da sehe ich immer einen Betrag dahinter. Den müsst ihr zahlen, sobald das abgeschlossen ist. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Geld habt. Deswegen finde ich das ja so cool. Mit dem Geld auch, dass wir das haben. Können wir aber mega viel kaufen. Ich kaufe immer die ganze Zeit Waffen und Panzer und so. Das ist echt nützlich. Weil Waffen sind immer ein massives Problem in der Mod. Ja, genau, das war es dann eigentlich dazu. Dann kann man noch ein bisschen ausländische Regierung anerkennen, wenn man das machen wollen würde. Und da gibt es auch noch sowas wie Terroristen. Terroristenübersicht im Mittleren Osten. So für Leute, die das interessiert. Intelligence ist nicht so viel Neues dabei. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ausgebaut zur jeweiligen Zeit. Dann gibt es brutal viele, was auch immer das jetzt sein soll. Keine Ahnung, hatte ich davor noch nicht. Research-technisch ist es eigentlich so, dass es ein bisschen nervig ist, weil die 10-Jahres-Sprünge drin haben. Das heißt, wir haben eigentlich die meiste Zeit, wo wir kaum was Neues erforschen können. Dafür haben sie sich gedacht, es wäre total lustig, wenn man total zugeschissen wird mit Space-Technologien, 200.000 verschiedenen Satelliten und Raketenträgern und sowas. Ist auch in 10-Jahres-Schritten, aber ist halt verhältnismäßig echt enorm viel, vor allem mit Unterkategorien. Wenn man so anschaut, wir haben jetzt hier Space Technology, Ballistic Missile Technology, Cruise Missile Technology, Air and Missile Defense Technology und dann Warhead and Nuclear Technology. Nach unseren eigenen Erfahrungen ist es aber tatsächlich so, dass Nukleartechnologie nur für Treibstoff wirklich nützlich ist. Und die Sprengsätze und so habe ich eigentlich gar nicht mehr genutzt, irgendwann als ich gecheckt habe, dass sie eigentlich gar nicht so effektiv sind. Das Ganze hat übrigens auch seinen eigenen Tab. Ansonsten, gut, wie gesagt, Infanterie, ihr seht das ja, ist jetzt nicht so besonders. Panzer auch nicht. Ist halt für Länder abhängig. In der Deutschland hat jetzt hier natürlich Leopard, Fuchs, Marder und so weiter und so fort. Briten haben natürlich ihre eigenen Panzer, Amis haben ihre eigenen Panzer, Russen haben ihre eigenen Panzer. Logischerweise, da haben alle Nationen ihr eigenes. Bei der Artillerie gibt es eigentlich gar nichts wirklich Interessantes. Navy ist auch. Schaut groß aus. Ist aber nur so groß, weil es hier unten übelst viele Subpunkte gibt für seine eigenen Schiffe zum Erstellen. Die Schiffe selber sind jetzt nicht so groß. Ja, aber sie sind halt relativ stark, ne? Wie wir gesehen haben. Sehr, sehr effizient bei der Unterstützung an Land. Deswegen sollte man die natürlich auch bauen. Dann gibt es Helikopter, Transporthelikopter und Attack-Helikopter. Die Attack-Helikopter übernehmen quasi den Luna-Super, also Luftnahunterstützung. Dann haben wir noch die Flugzeuge und Bomber, aufgeteilt in ihre eigenen Bereiche. Bomber läuft, haben übrigens auch Close-Air-Support mit drin. Ne? Also die Close-Air-Support selber braucht ihr hier nicht suchen. Die habt ihr eher so Multi-Rolls, Luftüberlegenheit. Und hier habt ihr halt dann die Luftnahunterstützung und ansonsten alles andere, was so bomben kann. Strategische Bomber und maritime Patrol Aircraft. Das sind quasi die Jungs, die Schiffe beschießen. Haben wir noch Elektronik. Gibt es nicht viel zu sagen. Besseres Internet. Dann Encryption, Decryption und auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen Research, Speed und Produktionsboni. Bei Industrie ist relativ cool. Da gibt es nämlich das genetische Engineering. Das erhöht dann das Bevölkerungswachstum. Relativ interessant finde. Dann hier haben wir noch sowas wie Production Efficiency und Production Efficiency Cap. Ohne noch Construction Speed und Züge und Ressource Gain, also Ressourcenzuwachs. Jetzt vergangen bestimmt wieder Leute, gibt es die Mod nicht auf Deutsch? Meines Wissens nach nicht. Gab mal vor einer Weile eine deutsche Übersetzung. Ich glaube, die ist nicht mehr aktualisiert worden. Bezüglich der Satelliten und Co. Das ist so, dass ich das tatsächlich, ich sag mal, ihr könnt die nutzen, die Satelliten. Die bringen euch Vorteile. Das könnt ihr dann mal hier angucken. Oder beziehungsweise ihr könnt das mal hier angucken. Wir sehen hier unsere Satelliten. Global Navigationssatellitensystem haben wir zum Beispiel aktuell gar keins. Dann Kommunikationssystem. Da sehen wir hier, was die Vorteile sind. Und kurz gucken bei Großbritannien. Die müssten eigentlich mehr haben. Ja, da sehen wir zum Beispiel strategische Bombardierung. Division Speed ist besser, Resource Gain Efficiency ist besser, Construction Speed ist besser. Es macht schon Sinn, die Satelliten zu nutzen. Aber wenn ihr in einem Bündnis seid, ist es so, dass ihr eigentlich diesen Zugang zu den Satelliten bekommt, zu den bestmöglichen. Wenn ihr in keinem Bündnis seid, müsst ihr die selber bauen. Bau
bauen ist gar nicht so schwer. Ihr erforscht das Zeug quasi in den jeweiligen Technologiegruppen. Dann müsst ihr eigentlich das Zeug nur noch bauen. Das Bauen übernehmt ihr hier. Das ist dann quasi Missile und Space Type. Da könnt ihr quasi das Zeug bauen, was ihr braucht. Zum Beispiel Satelliten können wir hier bauen. Zum Beispiel hier bauen wir jetzt dann GNSS. Da können wir auswählen, wie viele wir bauen wollen. Wir haben uns jetzt für 5 entschieden. Wir sehen, wie viele Fabriken wir dafür zuweisen möchten. Ich sage jetzt, ich möchte jetzt hier 4 Fabriken zuweisen. Und dann sehen wir quasi, wie lange das dauert, bis die gebaut sind. 38 Tage. Müssten das sein, oder? Was, Tage? Müssen Tage gewesen, 38 Tage oder 38 Monate oder irgend so. Jedenfalls sehen wir die Zeit. Umso mehr wir da zuweisen, umso kürzer ist natürlich die Zeit, die wir da benötigen, um das zu bauen. Das Ganze drückt man dann auf Start. Und da sehen wir, wie viele wir im Lager haben. Das Ganze geht auch mit Raketen so. Das sind quasi alles die Raketenköpfe oder die Dinge, auf denen das Zeug transportiert wird. ICBMs, ERBMs, alles mögliche. SAMs. Dann OLVs. Dann haben wir Missile Launch Control. Da können wir dann zum Beispiel festlegen, wenn wir... oder was für Waffen wir abschießen wollen. ICBMs, die man dann zum Beispiel auch, was für Köpfe wir dafür benutzen können. Oder was wir dafür brauchen. Zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht researched. Dann manchmal haben die Sachen einfach nicht gebaut. Zu ICBMs kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt High Explosive noch 1 Kilogramm draufschmeißen. Alles, was ihr dann noch machen müsst, ihr braucht eine Abschussrampe. Das wäre das hier. Ballistic Missile Silo habe ich jetzt hier schon gebaut in der Steiermark. Und wenn ihr das habt, geht ihr quasi her. Also ihr setzt das so hier zusammen. Dann wechselt ihr zur Provinzübersicht. Wählt dann die Provinz aus, wo ihr die ICBM-Abschussanlage hingebaut habt. Klickt hier auf dieses Symbol. Und dann nach, nicht nochmal hier drauf klicken. Danach wählt ihr quasi die Provinz ab, die ihr beschießen wollt. Weil ich sage mal, wir möchten jetzt hier hinschießen. Wählt das aus, damit habt ihr die Provinz ausgewählt. Ne? Also das hier wurde quasi als Abschussrampe genommen. Ist halt wichtig für den Radius. Ne? Wenn ihr jetzt natürlich hier was auswählt, dann trefft ihr natürlich vielleicht bis dorthin. Wenn ihr jetzt hier unten was auswählt, trefft ihr bis dorthin. Ja, logischerweise. Damit wählt ihr natürlich dann mit dem das Ziel aus. Und dann müsst ihr nochmal hier hin und klickt dann auf Feuer. Und das ist dieses Symbol, dieses Facebook-Symbol, wenn ich es nenne. Genau, das ist dann quasi der Button zum Schuss. Dann wird das Ding abgeschossen, dauert glaube ich 1-2 Wochen, bis es gemacht wird. Und dann schlägt es ein. Dann seht ihr hier so diesen Report, was es gemacht hat, ob es überhaupt getroffen hat. Sehen wir zum Beispiel, der hat damals nichts getroffen, hat keinen Schaden gemacht. Moment, mal kurz gucken. Genau, der hat auch nichts gemacht. Der auch nicht. Wir waren alle nicht getroffen, die waren alle nutzlos. Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, der eine hatte mal getroffen, aber irgendwie... Nö. Irgendwie nicht. Jedenfalls würde euch das hier angezeigt werden. Kann auch sein, dadurch, dass wir nochmal neu geladen haben, dass das nicht richtig angezeigt wird. Dann haben wir noch unser Integrated Air and Missile Defense System. Da könnt ihr quasi Verteidigungssysteme ausrichten. Muss ich tatsächlich gestehen, da habe ich mich nicht zu 100% mit befasst bis jetzt. Wir könnten noch Auto-Deploy aktivieren. Dann tut das Ganze quasi automatisch deployen, wenn wir da das Zeug dafür haben. Dafür ist dann wichtig, dass ihr Verteidigungsanlagen gebaut habt. Das wären dann diese SAM-Sites, die dafür zuständig sind, unter anderem Anti-Air und so weiter zu errichten. Natürlich braucht ihr auch ABM-Bases, das ist quasi Anti-Ballistic Missiles, das ist quasi gegen Raketen. Müsstet ihr natürlich dann auch bauen, dass die dann auch ebenfalls mit Waffen bestückt werden können, die ihr natürlich auch erst wieder bauen müsst, ne? Dürft ihr auch nicht vergessen, dass das Zeug natürlich, wenn es dann irgendwo bestückt werden will, das wird natürlich dann auch erstmal gebaut worden sein, ansonsten könnt ihr es natürlich nicht bestücken, logischerweise. Dann haben wir noch das Space Center, da können wir dann hier unsere Rakete auswählen mit den Satelliten. Das sind dann hier zum Beispiel Orbital Launch Vehicles heißen die Dinger, das sind OLVs und Anti-Satellite Missiles haben wir auch noch, damit können wir zum Beispiel Satelliten zerstören, also andere Schwächen. Ansonsten, damit ballern wir unsere eigenen Satelliten in die Luft, wir wählen dann quasi unser Ding aus, womit der Satellit abgeschossen werden soll, bis zu 3 Satelliten, oder nicht sogar mehr, 4 Satelliten können wir bestücken, sofern das Ding auch dafür ausgelegt ist. Danach können wir auswählen, wie viele Flüge das machen soll und dann können wir hier quasi unser OLV launchen, abschießen. Und dann fliegt das Ding in den Weltraum und setzt dann quasi unsere Satelliten hin. Wichtig ist, man braucht natürlich auch
ein paar mehr, um dann so ein effizientes Satellitensystem aufzubauen. Einer reicht natürlich nicht. Da braucht ihr ein paar mehr für, um das Ganze dann auch effizient zu nutzen. Zum Beispiel halt ein GPS-System. Dann haben wir noch das nukleare Politiksystem. Da ist halt wichtig, dass ihr hier quasi festlegt, was ihr mit den Atomreaktoren macht. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten hier jegliche Benutzung von Atomwaffen verbieten. Das wäre dann Nuclear Weapons Ban. Dann könnt ihr zum Beispiel kein Heu anreichern. Fragt mich nicht, was das heißt. So gut kenne ich mich nicht aus. Jedenfalls steht das dann dafür, also schweres Wasser oder so, wie man es ausspricht. Da bin ich jetzt tatsächlich kein Experte für. Deswegen kann ich euch das jetzt nur grob erklären. Ihr reichert das Zeug hier quasi an, entweder für Atomwaffen oder halt für Treibstoff oder Energie. In dem Fall hier ist es Treibstoff, weil Energie gibt es ja an sich nicht. Und entweder wir machen dann hier nur das oder wir machen nur das oder halt beides. Und ihr könnt auch festlegen, wie viel hier davon angereichert werden soll. Wichtig dabei ist, mit jedem Klick addet ihr mehr Fabriken, und zwar Zivilfabriken. Ihr habt quasi eure Atomreaktoren, die baut ihr. Und habt dann quasi mit den Atomreaktoren eure Produktion und könnt es dann mit den Zivilfabriken noch weiter erhöhen. Na, wir sehen jetzt Civilian Industries in Use. Wir haben 17 Nuklearreaktoren. Umso mehr Nuklearreaktoren ihr habt, umso mehr produziert ihr dann auch. Und das Zeug wird dann hier quasi für Treibstoff geaddet. Oder halt für Waffen. Das ist dann so, dass wir hier quasi nukleares Material haben. Und dann können wir zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir möchten jetzt hier diese thermonuklearen Warhead 500 Kilotonnen. Dann sehen wir, was die kosten. 500. Moment. Also ihr wählt das Ding aus, was ihr bauen wollt. Also seht dann hier, wie viel ihr habt. Ihr seht, es kostet 250 Kilogramm. Wir haben 3600. Das heißt, wir können jetzt hier rein theoretisch mindestens 5 Stück, 6, 7, ja, 10 Stück schon mal bauen. So, und dann klickt ihr auf dieses kleine Ding. So, dann sehen wir jetzt hier, bauen jetzt 10 Stück. Wird direkt abgezogen und die kommen dann nach und nach in unser Lager, bis die fertig gebaut sind. Und dann können wir die Dinger quasi auswählen und dann als Sprengköpfe hier draufsetzen. Und zwar ist auch relativ lustig eigentlich. Jetzt kann ich es nicht ändern. Ha! Aber es gibt hier quasi ein Ex. Oder kann ich es nochmal abbrechen? Nee. Kotzen. So gibt es hier nämlich noch einen extra Reiter hier oben. Und da sind dann die Atomsprengköpfe. Wir haben jetzt aktuell natürlich keinen im Lager, aber wie gesagt, die bauen wir ja quasi dann einfach hier. Indem wir dann auf dieses wunderschöne Baufenster klicken, nachdem wir ausgewählt haben, was wir bauen wollen. Und dann habt ihr quasi auch noch Atomwaffen im Lager. Ansonsten, gut, bauen habe ich schon erklärt. Biofuel Refineries, dann natürlich Radarstationen gibt es auch noch, aber eben auch Netzwerkinfrastruktur. Ansonsten, der Rest ist relativ unverändert. Das Spiel ist generell, oder die Mod ist relativ langsam. Wenn es mal Action gibt, dann eskaliert es gleich komplett. Es gibt relativ viel ökonomische Sachen, ist halt relativ wirtschaftlich auch geprägt, muss man einfach so sagen. Sehr, sehr wirtschaftlich geprägt. Ihr müsst viel kaufen, ihr müsst viel auf euer Geld achten. Müsst immer aufpassen, dass eure Armee gut ausgestattet ist, dass ihr Luftwaffe habt, dass ihr Marine habt. Natürlich auch dementsprechend, wie ihr spielt. Ich persönlich werde wahrscheinlich diese Mod niemals zu einer meiner Top 5 Mods zählen. Das ist einfach so. Sie ist nicht schlecht. Sie ist in der Moderne. Aber sie könnte besser sein. Also ich habe hier einfach zu viele Negativpunkte, wie eben viele, viele DCs, also Crashes, dass einfach zu wenig Abwechslung drin ist, dass die Mod sich einfach sehr unnötig komplex spielt, wie zum Beispiel auch eben dieses komplette... Ich finde es schön, wirklich, also ich möchte jetzt nicht ganz schlecht reden, ich finde es toll, wie sie es gemacht haben, auch mit den Satelliten und so. Das sind viele Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst, aber du merkst einfach in vielen Punkten, dass einfach irgendwo auch die Limits des Moddings erreicht sind und dass viele Systeme oder viele Punkte auch sehr schwierig zu verstehen und zu bedienen sind, wie halt auch dieses komplette Space-System. Ist eine super Idee, ist auch echt akzeptabel umgesetzt, aber es ist vieles sehr umständlich und schwer verständlich einfach, weil man häufig nicht versteht, was muss ich jetzt machen. Und dann heißt ja gut, aber kann natürlich hier oben auf das Fragezeichen klicken, das ist auch eine Sache, die ich euch noch empfehlen kann. Ihr könnt auch immer gerne noch auf die Fragezeichen klicken, da bekommt ihr mal vieles mit erklärt, mit schönen kleinen Buttons und so. Was nochmal ein bisschen für die Mods spricht, dass man da auch zumindest echt auch wirklich versucht, Tutorials mit reinzubauen, damit man alles versteht. Damit ihr auch immer wisst, wie funktioniert alles, wie kann ich alles nochmal nutzen. Ihr müsst dafür aber halt Englisch können. Davon abgesehen, die Mod eigentlich relativ cool. Offizierkorps und so sind auch alle mit eingesetzt, hat auch teilweise wieder neue Doktrinen oder Spirits of the Army, wie man das hier so schön nennt. In allen Bereichen ist es weit ausgebaut worden.
Die Doktrinen selber sind ebenfalls überarbeitet worden. Schaut es ein bisschen anders aus, bieten komplett unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, was man da machen möchte, wie man das Ganze spielt. Nebel ist unverändert, lustigerweise. Und Air Doctrine ist noch verändert worden. Ich verstehe nämlich immer nicht, warum keine Nebel irgendwas macht, wenn man überlegt, dass die Mod jetzt auch noch relativ große Änderungen im Nebel Combat vorgenommen hat. Ist es eigentlich schon relativ lustig, dass man eigentlich nicht wirklich viel bei der Navy, bei den Doktrinen geändert hat, aber gut. Dann bei den Division Designer ist es so, dass ihr die Zusatzdivisionen, diese nicht so wie wir sie kennen, die Support-Division, das sieht ein bisschen anders aus, wie ihr sehen könnt. Es gibt so noch Engineer-Companies und sowas, aber sowas wie Military Police oder Feldlazarette gibt es zum Beispiel hier nicht. Eine Sache, die man auch auf alle Fälle wissen sollte. Beim Handel haben wir jetzt hier noch Precious Metals, die Chrom ersetzen. Quasi seltene Materialien oder seltene Erden ersetzen dann hier quasi Chrom, ansonsten ist ja alles unverändert. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit der Mod. Sehr viele Forschungsslots gibt es hier, die braucht ihr aber auch. Und ey, die Fokusbäume habe ich noch gar nicht gezeigt. Päh. Das sind die Fokusbäume, zum Beispiel für Deutschland. Das Ding ist, bei allen EU-Staaten ist es mit der EU relativ groß. Da gibt es nämlich hier diese ganzen Wahlsysteme. Kann man sich hier quasi durcharbeiten und dann quasi immer wieder Wahlen auch beantragen, wo dann alle EU-Nationen abstimmen und so. Könnte natürlich dann auch sagen, okay, wir schließen uns alle zusammen, werden dann hier eine große EU, also die Vereinigte EU oder irgendwie so nennt man das hier. EU-Armee haben wir hier zum Beispiel auch. Kann quasi auch die EU vereinen und dann unter einem Banner arbeiten. Kann sogar einen Palast noch auswählen später. Also echt enorm viele Möglichkeiten, wie man das Spiel zumindest da angehen könnte. Aber irgendwie setzt sich das Ganze in meinem Spiel selber nicht um. Auch wenn es übelst groß ist alles auf den ersten Blick, ist dann doch irgendwie am Ende immer die Abwechslung ein bisschen im Eimer. Was ich persönlich halt ein bisschen schade finde. Trotz allem, die Mod ist ein Prachtstück, ein gewaltiges Teil. Das muss man einfach anerkennen. Und wenn man halt eben mal über diese ganzen kleinen Negativpunkte wie die Crashes und halt auch, dass nicht ganz so viel passiert und dass es relativ langsam läuft, über alles mal hinweg sieht, hat man trotzdem relativ viel Abwechslung, Möglichkeiten zum Spielen, taktische Möglichkeiten. Ja, deswegen würde ich mal sagen, ich würde der Mod von 10 Punkten sicherlich 7,5 geben. Ja, 7,5 von 10 Punkten ist halt einfach eine der größten Mods, welche auch relativ krass viel neuen Content adden mit eben diesem kompletten Raketensystem, da wirklich die Forschung komplett umgekrempelt hat und das komplette politische und finanzielle System. Das ist einfach krass, das ist mega viel Arbeit, das addet sehr viel neuen Tiefgang, auch mit dem Investieren und mit dem Einfluss und mit diesem kompletten politischen Wahlsystem, was man ja auch noch in der Nation mit selber hat. Also da irgendwo auch meinen tiefsten Respekt auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man das halt wirklich auch einfach mögen. Genug gelabert von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ihr die Mod selber testen wollt. Natürlich in der Videobeschreibung. Macht's gut. Tschüss.